Hallo Leute, herzlich willkommen zu Skyrim Randomness Part 1. Ich habe gerade einen dieser typischen Gamer-Momente, wo das Spiel einfach nur so geil auf einen wirkt und man einfach reingehen will in das Spiel. Lass mich wissen, ob mein neues Mikro sich besser anhört als mein altes. Skyrim ist schon was Schönes. Schöne Welt. Schön eisig. Und tot. Kein Leben. Außer eine scheiß blaue Katze, die mich ganz. Außer eine scheiß blaue Katze, die mir ganze Zeit folgt. Ja. Das ist Inigo. Der guckt gerade. Wo hast du gerade hingeguckt? Inigo. Excuse me, my friend. Inigo, wo hast du gerade hingeguckt? I am in your way. I am sorry. Was machen wir denn zuerst? Anpfeif! Nee, ein Fuchs. Komm her, du! Inigo, attackieren! Komm her, du! Wo ist der? Inigo, wo ist der Fuchs? Du hast ihn entkommen lassen. Super gemacht, du Idiot. Okay. Inigo, ich habe dir noch nicht mein neues Haus gezeigt. Oder dein neues Haus gesagt. Also werde ich das jetzt einfach mal tun. Okay? Stärkere Kreaturen besitzen größere Seelen und benötigen größere Seelensteine zum Einfangen. Größere Seelen führen zu besseren Verzauberungen und laden Waffen besser auf. So, Inigo. Diese Stadt ist sehr abpackend. Weil hier 50 Trillionen Tiere rumlaufen, okay? Also wohnen nicht wirklich. Verdammte Scheiße, ich habe wieder diesen scheiß Bug. Oh, goddammit. Das ist voll oft so. Inigo, wundere dich nicht, okay? Passt doch auf euch auf, oder? Schnauze. Was? Oh, Verkehr! Das ist einer der krassen Geister! Oh, shit! Oh mein Gott, es gibt nur zwei auf der ganzen Map. Fuck yeah, ich habe gerade einfach einen gefunden. Oh, what the fuck? Alter. Mach so eine kleine Geschichte nebenbei. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Naja, mal so eine kleine Story nebenbei. Ich wohne in einer kleinen Stadt. Ich würde es eher als Dorf bezeichnen, aber... Man sagt dazu Stadt, ich weiß auch nicht warum. Und da ist letztens, also heute. I wonder when they last cleaned their mugs here. Ah, da ist heute ein Haus abgefackelt. Also fast.
Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Sei leise. Eine Schande ist das. Ich wollte euch das hier geben. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Warum geben mir Leute immer voll viele Sachen? Naja, da ist halt ein Haus. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Alter. Da ist es. So gut getarnt. Da ist nämlich das Auto irgendwie. Hat angefangen zu brennen. Voll krass, ey. Und dann ist es halt in der Garage abgefackelt, ey. Boah, da war so ein dicker Rauch, ne? 3 Häuser entfernt von mir. Und Alter, das war echt, echt krass. Also, pff. Ich dachte erstmal, vielleicht hat irgendwer Kamin angemacht oder so. Oder irgendwie hat irgendwer ein Lagerfeuer gemacht oder so. Aber dann hat sich halt herausgestellt, dass so 3 Feuerwehrwagen dafür dafür gesorgt haben, dass das Feuer da jetzt gestoppt werden musste. Was zu trinken, was zu lachen und... Mich labern irgendwelche Leute aus 2 Metern Entfernung immer an. Vielleicht seid ihr der Herausforderung einfach nicht gewachsen. Ich fick dich gleich. Wortwörtlich. Inigo, komm, ich möchte dich wegfeuern. Boing. Inigo, was machst du denn? Inigo, komm. Inigo. Bam. Hey. Inigo. Inigo. Ich habe so eine kleine Vermutung, dass Inigo gleich wieder zu mir hinrennen will. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Oh Gott! Inigo! Oh Gott, Inigo! Oh Gott, nein! Wo? Inigo? Hab ich gerade nach da hinten, ey. Bei den Göttern. Was für eine Magie. Ja, ich feuer eine blaue Katze durch die Stadt. Ich bitte nicht um. Ich will das mal mit am Wache machen. Move, bitch. Oh Gott, Inigo! Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Get out the way. Get out the way. Zeigt eure eitlen Zauber. Hey, du sollst wegfliegen, habe ich gesagt. Wegfliegen. Wegfliegen. Wenn er aufsteht, feuer ich ihn weg. Volle Kanne. Durch die Stadt. Inigo, du versaust alles. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir... Alter, war ja gerade im Boden drin? War jetzt schön Bauchklatscher hingelegt. Boom. Oh Gott, nein! Haha. Oh, ich hab ihn umgebracht. Oh. Tja. Wo sind die Kinder? Oh Gott. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo die Kinder sind. Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten... Oh Gott! Oh Gott! Ja, was soll ich? Hey, Kindchen. Dann machen wir mal das Tor auf.
Fliege, Inigo! Wo ist das Kind hin? Kind? Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. So habe ich das gemacht. Oh Gott! Oh Gott, nein! Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade ein Kind umgebracht. Warum wird da so viel Wind drum gemacht? Das ist ziemlich tief. Wenn er nicht gerade mit der Fresse aufgekommen ist, was er definitiv ist, weil er gelegen hat. Ist er tot? Oder wäre er... Alter, Kind. Peng. Hey, warte. Spielt ihr verstecken? Peng. Alter, ich vergrab dich gleich. Ertrink in dem scheiß Fluss. Kind, Alter. Geh zu den Schlammkrabben, die sollen dich umbringen. Piu! Piu! Ich ertränk das Kind einfach gerade wirklich. Ich habe gesagt, du sollst liegen. Oh! Und Inigo, wie findest du unseren neuen Freund? Wie heißt du überhaupt? Oh! Was hat er gerade für Moves gemacht? Lars, wir gehen weiter. Peng. Meine Freundin Olava, die Seherin, die sagt, dass die Dinge besser für mich laufen. Ach, es ist herrlich, Tiere damit umzubringen, sie durch die Gegend zu feuern. Du entkommst mir nicht! Das war gerade der krasseste Triple Backflip, den ich je gesehen habe. Oh, der hat sogar wirklich einen Backflip gemacht. Inigo, warte mal. Wir machen Inigo weit schießen, okay? Wir gehen dafür auf den Turm und dann fliegen. Und dann fliegst du, okay? Und jeder, der gerade in meinem Weg ist, wird weggefeuert. Das war fun. Inigo! Er ist in Narnia! Er ist nach Narnia geflogen! Wo ist der, Alter? Ich will wissen, wo er ist. Er hat's geschafft. Er ist nun endgültig in Narnia. Das war sein größter Kind. Oh, das war schmerzhaft. Oh, zum Frick ist Inigo. Inigo, komm hoch hier. Inigo, komm jetzt. Inigo. Inigo, kleine, komm her. Komm jetzt her, du scheiß Dreckskatze. Ich hab dich nicht umsonst aus dem Knast befreit. Okay, Inigo. Alles, was du jetzt machen musst, ist still da bleiben. Ja? Und fliegen. Oh, der war weit. Ich hab ihn über den Fluss gefeuert. Inigo? Inigo ist weg. Ja. Inigo! Inigo! Da bist du ja, mein guter Freund. Okay, Inigo. Anscheinend kannst du nicht sterben. Sonst hättest du das da oben nicht überlebt. Weil du bis hier hinten hingeflogen bist. Oder? Ja. Inigo? Komm mir nicht zu nah. Die Katze wird dich schon nicht finden. Die Katze wird dich schon nicht finden. Du bist crazy, okay? Du bist crazy. Vielleicht auch nicht, ist ein bisschen dumm. Die weiß vielleicht gar nicht, dass ich hier bin. Geh aus meinem Weg!
Scheiße! Komm mir ja nicht näher, Inigo. Inigo, Inigo, ich warne dich. Inigo, 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 ich hab dich gewarnt! Dieser Typ ist einfach unnormal. Wohin willst du hin? Wohin willst du hin? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach. Bam. Oh, Alter. Das können wir voll gut als Rampe benutzen. Kapau! Wo ist denn der? Rain makes the landscape look mysterious. Sei leise! Ich wollte heute eigentlich noch irgendwas machen, irgendeine Mission, aber das ist einfach viel zu geil. Krabben kann man sogar damit wegfeuern. Piu, piu, peng, pau, pau, peng, pau, 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 pau. Verpiss dich! Yeah! Man kann sogar Riesen damit wegfeuern! Soll ich euch zeigen? Was ist das dickes Monster? Das ist ein Errorzeichen. Inigo, fick ihn. Töte das große Errorzeichen. Ich zeig's an dem normalen. Hallo, Riese. Tschüss, Riese. Inigo, du kommst da klar, ne? Jupp, der kommt da. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's immer. Jetzt geh mit denn aufs Maul hier. Let me ease your passing. Peng, peng, peng. Piu. Ich hab ein großes Errorzeichen getötet. Yeah. Also, Inigo. Wir haben es noch mit dem echten Riesen zu. Was zum Fick war das gerade? Oh nein. Was zum... Ja, ich lasse die eigentlich mal. A new contender. Inigo, lass ihn! Lass ihn! Der tut uns nichts getan! Inigo, lass das große Alien-Ding! Okay, tu das! Wieso ist er gerade gestorben? Wow, das war echt viel. Ich glaube, mit diesen schönen Blicken verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und eine Bewertung da. Oben rechts könnt ihr das letzte Video anschauen. Und links könnt ihr ein Video anschauen, was YouTube für euch, wo YouTube sagt, dass es euch gefallen könnte. Und links könnt ihr nochmal meinen Kanal abonnieren. Das wäre natürlich ein richtiges Highlight für mich. Ich freue mich für jeden Klick, für jeden Abonnenten. Ich freue mich auch für jeden Like. Ich bin nämlich noch ein kleinerer YouTuber, deswegen freue ich mich für jeden. Würde ich auch als großer YouTuber tun, natürlich. Und ja. Cooles Vieh. Haut rein, Leute. Ciao.